Moin, Servus und Ahoi, liebe Angelfreunde, noch ganz verpennt heute Morgen. Es ist 6:30 morgens und ich stehe in der Schlange und warte, bis die Teichanlage Finkenbach aufmacht. Warum ich jetzt schon anfange zu filmen, ich wollte euch nun Bescheid geben, dass egal wie früh ihr hier hinkommt, trotzdem werdet ihr nicht Erster sein in der Schlange. Zurzeit, seit dem letzten Jahr, ist es nur noch furchtbarer geworden, also richtig schlimm. Egal wann ihr ankommt, es ist immer jemand da. Heute ist es auch teilweise sogar so, dass die Leute von gestern Abend hier übernachtet haben auf dem Parkplatz, damit sie als Erster in der Schlange stehen. Wir haben Sonntag, eigentlich ist hier sonntags nicht so viel Betrieb normalerweise. Deswegen, ich bin ein bisschen früher losgefahren, weil ich einfach ja, nicht schlafen konnte. Also ich habe nur ein bisschen geschlafen und dachte, ich fahre jetzt einfach mal früher los, gemütlich, ohne Stress. Und dann mache ich lieber meine Sachen fertig am Parkplatz, anstatt dann alles vorzubereiten am Wasser. Ja, sonst kann man sich ein bisschen Zeit sparen. Ja. Und naja. Ich dachte mir eigentlich schon, dass jemand da ist, aber um 20 nach 6. Die Teichanlage macht auf um 8. Um 8, Freunde. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist letzte Zeit, aber die wollen alle den besten Angelplatz erwischen, den es gibt, weil da natürlich die meisten Fische gefangen werden. Es ist nicht so, Freunde. Ich kann das euch bestätigen. Schlaft ruhig aus. Die Fische sind meistens überall. Und man muss sie eigentlich suchen. Und wer mal einen guten Platz erwischt, wo viele Fische fängt, ja, wo sie sich mal versammeln, dann ist das eigentlich eine reine Glückssache. Ja. Weil jeden Tag, das kann ich euch bestätigen, jeden Tag stehen die Fische woanders. Selten mal, dass die 2 Tage oder 3 Tage hintereinander an einem Platz stehen. Jo, in diesem Sinne, Freunde, jetzt warten wir noch ein bisschen, bis die Teichanlage aufmacht. Und dann geht's schon los. So, Freunde, das erste, immer erstmal einen Kaffee holen, schön wärmen, Wasser beobachten, wie ich immer erzähle. Aber bisher sieht es eigentlich recht mau aus, also keine Sprünge, keine Aufsteiger an die Oberfläche. Eine halbe Stunde ist circa vergangen, noch habe ich keine Fänge gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier in der Ecke was geht. Wenn nicht, dann werde ich wie immer wandern, soweit es möglich ist natürlich, weil es sind viele Plätze belegt. Aber wir gucken mal. Wir fangen erstmal an. Und da haben wir die erste, Freunde, auf den Ando. 2,8 Gramm, ganz nah am Ufer. Jetzt wurden die Fische besetzt und ziehen erstmal an der Uferkante entlang. Da haben wir ihn. Den ersten hübschen Portionsfisch. Die Starterfarbe, wie immer, grün-orange. Also immer die hellen, grellen Farben morgens benutzen. Das funktioniert meistens am besten. Und wir haben nach den Regenfällen auch ein bisschen trüberes Wasser als sonst. Deswegen funktionieren diese grellen Farben, schöne auffällige Farben und auch aktive Spoons immer am besten. Dann haben wir die nächste, auch wieder auf eine aktive Farbe, Freunde. Und zwar, Freunde, vorne weiß-grün, hinten orange mit schwarz gepunktet. Auch eine richtig schöne aktive Farbe, gerade bei wenig Licht und bei etwas trüberem Wasser, morgens nach dem Besatz. Aber natürlich kann man die Farbe auch tagsüber immer wieder probieren. Je nach Verhalten der Fische natürlich. Immer wieder
ausprobieren, anpassen. Ich switche jetzt die Farben auch ziemlich schnell. Ich mache auch die Farben, die funktioniert haben, ab, um eine kleine Rotation zusammenzustellen an Färbungen und an Spoons oder an Ködern, die funktionieren. Deswegen wechsle ich auch ziemlich schnell. Fange einen Fisch, schaue mir schon mal an, was funktioniert, und dann wird dann so eine kleine Sammlung zusammengestellt und die rotiere ich dann immer wieder durch und füge ab und zu mal eine neue Farbe dazu oder einen neuen Köder. Und da ist die nächste, Freunde. Jetzt geht es noch richtig gut zur Sache, sagen wir mal so. Mal gucken, wie schnell es vorbei ist. Das ist der frische Besatz, Freunde. Muss man jetzt natürlich ausnutzen. Und wieder der gleiche Spoon, orange, weiß, grün. In 2,8, ein bisschen schwerer, damit ich auch etwas mehr Strecke machen kann, mehr Fläche abfischen kann und auch etwas tiefer fischen kann. Weil die Fische sind nicht ganz an der Oberfläche, circa so einen Meter unterhalb, würde ich sagen. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche, aber so vom Gefühl her sind sie etwas tiefer. So, Freunde, nach einer wirklich, wirklich langen Pause, ich glaube so um die 2-3 Stunden, ist es der zweite Fisch. Den einen konnte ich euch nicht zeigen, war ohne Kamera gefangen. Aber jetzt ein schöner Saibling. Wie erwartet, nachmittags in der passiven Zeit auf Silikon. Richtig hübscher Saibling. Und zwar auf den neuen Pogo in Weiß. So weiß ist immer super Farbe, falls nichts mehr geht. Und gerade auch bei etwas angetrübtem Wasser. Der kleine Pogo auf den schweren Kopf wieder vom Grund. Und wie gesagt, das ist der zweite Fisch jetzt. Vorhin war es eine schöne Seeforelle, aber ohne Kamera. Jetzt ein schöner Saibling. Ja, Freunde, sorry, dass ich mich so vermummen muss. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Wir haben zwar keinen starken Wind, aber es ist so ein mieser, kalter Wind, der richtig in den Ohren zieht. Deswegen habe ich mir jetzt mal das Tuch. Freunde. Freunde der Berge. Ich versuche mal jetzt nichts zu sagen. Einfach nichts sagen, Freunde. Einfach gucken und Spaß haben. Ja, das war's, Freunde. Das war's. Macht keinen Spaß mit großen Fischen. Das war direkt jetzt vom Ufer, circa einen halben Meter. Riesengroße, fette Lachs, Freunde. Oh Mann, naja, passiert leider. Auch wieder den weißen Pogo genommen. Jetzt habe ich, glaube ich, keine mehr. Alle. Ja, Freunde, kaum habe ich meine abgerissen. Keine 2 Minuten später beißt beim Niklas. Hier aber auf eine Posenmontage. Scheint auch was richtig Festes zu sein. Mal gucken, ob es die gleiche ist. Oder die, wo ich heute Morgen verloren habe. Oder die, oh ja, richtig schöner Fisch. Ja, 4 Kilo. 4 Kilo, ich habe jetzt die gleiche verloren. Ich habe es gesehen. Ja. Wahnsinn. Aber ja, sie hat so knapp vom Ufer gebissen. Sie hat fast... Die hat gespuckt. Mhm. Ich habe die gesehen. Okay. Kann sein, dass die gleich Lager hat. Das kann sein. Mal schauen. Jetzt gucken wir mal zu. Da ist auch eine gefährliche Stelle hier mit dem Mönch. Ist natürlich nicht so einfach.
Es ist der Wahnsinn an der Teichenlage Finkenbach, Freunde. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Also immer gut mit fetten Fischen zu rechnen. Also lieber etwas fester fischen, nicht so wie ich. Jetzt mit 0,2 PE hat es natürlich Peng gemacht. Bei so kurzen Distanzen. Lieber auf eine Nummer sicher gehen. Oh ja, Freunde, schaut euch den Fisch an. Ja, 4 Kilo wird sie haben, 4 plus. Jawohl. Jo, jetzt. Ja, das ist ein Kavenzmann. Alles gut, alles gut. Alter Schieber, ja. Das ist dein Fisch, Freunde. Aber wie sauber. Was ein Gerät. Petri. Richtig geil. Boah, Bombe. Fingerbach, nicht normal. Nicht normal, ja. Boah, ist das ein Schloppe. Wahnsinn. Aber schön sauber auch, also. Super, Alter, top. Schieber, ja, da kriegst du Adrenalin. Ja, mich schützt es auch noch. Ich glaube nicht, ich habe heute schon eine verloren. Oh Mann. So, Freunde, hier ein wunderschöner Fisch aus der Teichenlage Finkenbach. Also, wenn ihr auch solche Fische fangen wollt, herzlich willkommen bei uns. Aber ehrlich, das macht richtig Spaß. Richtig geil. Petri nochmal, Niklas. Petri, super. Dank. So, Freunde, der Tag neigt sich dem Ende zu. Der Angeltag zumindest. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt das ja gesehen, wie es gelaufen ist. Nicht so viele Fänge heute. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so arg geangelt. Also wenig geangelt heute. Ich habe mehr geschwätzt, mich mit Leuten unterhalten hier am Angelsee. Weil man natürlich sich austauscht und ja, einige Fans getroffen von meinem YouTube-Kanal und da unterhält man sich doch gerne, ja, und gibt auch mal gerne den einen oder anderen Tipp zum Fischen. Und ja, deswegen reine Angelzeit heute wahrscheinlich so um die 3 Stunden. Und in den 3 Stunden habe ich so um die 5 Fische gefangen und die eine große Lachsforelle versemmelt. Ja, und ansonsten ist es eigentlich morgens sehr gut gelaufen, nach dem Besatz. Die ersten 1,5 Stunden circa. Danach war wieder Arbeiten angesagt, also sehr viel anstrengendes Fischen mit viel Probieren, viel Plätze wechseln und immer wieder Köder wechseln, Farben wechseln, Wobbler, Spoons und Gummis. Also im Endeffekt habe ich auf alle 3 Varianten heute was gefangen, auch auf nicht nur Spoons diesmal, also alles Mögliche ist heute gegangen, aber seltene Bisse, wirklich selten. Der Angeltag war eigentlich richtig schön heute, also vom Wetter her. Wir haben ein bisschen Niesel gehabt, Nieselwetter, aber überwiegend eher angenehm. Ein bisschen Wind, wenig Sonne heute. Und ja, wie immer ist mit großen Überraschungen an der Teichenlage Finkenbach zu rechnen. Und wie ihr gesehen habt, kann sowas auch mal schief gehen, wenn der Fisch ganz knapp vom Ufer beißt und mit voller Power abzieht, selbst bei offener Bremse, hatte ich keine Chance bei der dünnen Schnur. Wobei ich eigentlich schon oft genug große Fische mit den ganz dünnen Schnüren rausgeholt habe. War einfach ein blöder Zufall. Und da die Schnur war vielleicht schon ein bisschen vermackt irgendwo, deswegen hat es mir den Vorfach einfach abgerissen. Naja, ist nicht der letzte Lachs gewesen und auch nicht der erste. Jetzt probiere ich noch mal die letzten 20 Minuten, ob hier was geht in dieser Ecke. Es ist oft so, dass hier die Fische gegen Abend oder nachmittags hier in den Flachen sammeln bei der Teichenlage Finkenbach und hat auch schon mal den einen oder anderen Fisch zum Schluss gebracht, diese Stelle. Wenn nicht, dann war es mal wieder ein kurzes Video, aber dafür ist alles real geblieben, wie ich immer zu sagen vermag. Ich möchte euch keine Filme drehen, die eigentlich an Fantasiefilme erinnern, sondern soll alles ehrlich und real bleiben. Und wenn ich auch mal ein bisschen weniger fange, ist es mir nicht peinlich, davon zu berichten. So, Freunde, leider habe ich keinen Fisch mehr gefangen und möchte damit das Video beenden für heute. War mal wieder ein schöner Tag, wie gesagt.
jeder Angeltag ist schön am Wasser, besser als zu Hause sitzen. Hoffe für euch auch. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Lasst mal ein Like da, subscribed oder abonniert diesen Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Schreibt einen Kommentar, wie es bei euch läuft zurzeit. Und wir sehen uns wie immer das nächste Mal wieder am Wasser.